Hey Leute, Badi hier und willkommen zu einer weiteren Folge von Hot Wheels. Die erste Folge kam recht gut bei euch an und deswegen dachte ich mir, okay, die nächste Folge, also jetzt diese Folge, die muss ein Banger sein. Deswegen haben wir eine Menge vorbereitet und zwar drei Dinge. Erstens, ich werde gleich das erste Opening machen, was wahrscheinlich ein YouTuber bis jetzt zu diesem Spiel gemacht hat. Zumindest habe ich noch kein anderes gesehen auf dem deutschen Raum. Denn in diesem Spiel gibt es verschiedene Autos. Die steuern sich alle ein bisschen anders. Die haben alle andere Boost-Mechaniken. Der hier zum Beispiel hat zwei Boosts, der hat so eine Boost-Leiste, der hier hat 5000 Boosts. Und während ich so gespielt habe, habe ich tatsächlich auch zwei seltene Autos einfach freigespielt. Und zwar einmal hier diesen Burgerwagen, was auch immer das sein soll. Und einmal hier diesen Wagen, den ich bis jetzt am besten finde. Der ist wirklich sehr, sehr gut. Und der ist selten. Also wir haben jetzt gewöhnlich und zwei seltene. Aber wenn man mal weiter guckt, wirklich, wirklich weiter guckt, es gibt noch eine Stufe darüber als selten. Und zwar, wenn ich mal ankomme, legendär gibt's noch. Und dann gibt's noch eine Stufe darüber. Und zwar Super Treasure Hunt. Und für so jedes Rennen, was du machst, kriegst du 50 Münzen. Und wir haben jetzt 1600. Man kann sich eine Überraschungskiste holen für 500. Und wir haben jetzt 6 Kisten. Wenn man ein Auto kriegt, was man schon hat, was man nicht krass findet, kannst du das wegtauschen und kannst dafür dann quasi noch eine Kiste holen. Also die Chance ist hoch, dass wir jetzt 7, 8, 9, 10 Kisten vielleicht öffnen. Und ja, danach werde ich euch mal gleich die beste Map zeigen, die ich bis jetzt gesehen habe. Da kommen Dinosaurier vor. Und danach machen wir den ersten Bosskampf im Spiel. Weil anscheinend gibt es auch Bosskämpfe. Und da bin ich auch sehr gespannt drauf. Also ihr merkt, die Folge hier ist sehr, sehr zugepackt. Und wenn ihr das Spiel feiert, ey, lasst es mich wissen mit einem Daumen nach oben oder einem Kommentar. Und wenn du neu bist, kannst du auch sehr gerne ein Abo da lassen. Bis zu Nummer 1. Boom. Okay. Bitte schon was Krasses, oder? Was Krasses zum... Gewöhnlich. Ist okay. Ist okay. Scheiß Auto, das verkaufe ich direkt. Ist okay. Bitte was Krasseres. Bitte was... Das ist ein Toaster. Das ist ein Toaster mit Geschwindigkeit 1. Kann er nicht für jedes Toast eine Geschwindigkeit haben? Warum nicht Geschwindigkeit 2? Ich weiß übrigens gar nicht, wie hoch die Chance ist auf was Legendäres. Weil bis jetzt, ich habe bestimmt insgesamt 10 Kisten... Ja. Ich habe bestimmt jetzt 10 Kisten insgesamt geöffnet und nie was Krasses gekriegt. Der Wagen ist nicht schlecht... Für gewöhnlich. Ich glaube, es ist einfach super selten, was zu kriegen, was seltener ist als gewöhnlich. Wenn ich auch nur einmal was Seltenes, ja, wenn ich auch nur einmal was Seltenes kriege, würde ich wahrscheinlich extrem ausrasten, weil es ist so selten. Und das Interessante hierbei ist, man kann sich keine Kisten kaufen. Du kannst dir nur Kisten erspielen. Und das macht es ein bisschen schwer, natürlich ein Opening zu machen. Deswegen, um jetzt hier dieses Opening zu machen mit den 6 Kisten und gleich noch ein paar, mussten wir schon ein paar Minuten spielen. Aber gut, öffnen wir mal hier den Bums. Bitte, 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 spiel, bitte! Wieder gewöhnlich, den haben wir sogar. Spiel, willst du mich trollen? Ah ja, ich weiß übrigens, ich kann einfach mir hier ein Auto kaufen. Ich weiß, das sind auch teilweise krassere Autos, 1200 kostet das. Aber es ist doch langweilig, sich ein Auto zu kaufen. Nächste, letzte Kiste erstmal, aber wir werden gleich ein bisschen was kaufen. Bitte, Spiel. Selten, 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 selten. Den Dodge Charger Daytona haben wir gekriegt. Der ist so mittelmäßig von der Statistik. Wir verkaufen nochmal alles. Klar wäre es wahrscheinlich gut, unser Auto zu verbessern auf die nächste Stufe. Aber ich spekuliere ja immer noch drauf, dass wir nochmal ein krasseres Auto kriegen. Okay, wir haben jetzt aber nochmal 4 Stück uns erarbeitet. 4 Kisten. Okay. Und wir hatten bis jetzt eine selten. Ist ja vielleicht auch gar nicht so verkehrt, um so einen Wert zu kriegen, was du kriegen kannst aus den Kisten. Aus dem, was jetzt daraus kommt, mache ich vielleicht... Ich weiß es nicht. Ich finde, Kisten zu öffnen macht so viel Spaß. Es macht viel mehr Spaß als einfach, ja, Schrauben, Verbesserung. Okay, du hast jetzt ein krasses Auto. Weil du willst ja schon was Legendäres vielleicht haben. Oh. Der Sound war anders. Wieso war der Sound anders, wenn es dasselbe Ford Mustang GT? Gewöhnlich. Ist okay. Ist okay, Spiel, come on. Bitte, bitte, bitte! Komm schon! Wieder gewöhnlich. Spiel aus 12 Kisten muss doch was Besseres drin sein als ein seltener. Bitte, die Kisten sind doch sonst Schrott. Wo ist die Motivation? Wo ist sonst Motivation für die Kisten? Ich habe ein Müllauto gekriegt gerade. Ich habe es geskippt, es war ein Müllauto. Wieder gewöhnlich. Das ist ein Müllauto. Das Spiel hat mir original Müll gegeben. Danach gehen wir dann in das Level, was ich cool finde. Wieder gewöhnliche Scheiße. Okay, das Spiel hasst mich. Das Spiel hasst mich. Okay. Nicht optimal. Aber verbessern wir das mal. Ist jetzt zumindest richtig, richtig schnell. Kann man schon mal mitnehmen. Legendär ist es jetzt geworden? Das ist von der Stufe hochgegangen. Ich verstehe. Ja, das ist es. Wir starten nämlich auf dieser Map im Mund von einem Dino. Und das hat für mich extrem dieses... Hot Wheels Feeling. Da gibt es doch auch immer diese Dinos, die den Mund aufklappen und so. Und das hat für mich wirklich, diese Map hat für mich die größte Nostalgiebombe. Und die Map ist an sich auch relativ cool von der Strecke. Deswegen meine Lieblingsstrecke, die F-Zero Musik im Hintergrund habe ich übrigens reingemacht. Wurde ich letztens gefragt. Die ist nicht im Spiel drin, weil ich traue Ingame-Musik nicht, in Sachen Copyright.
Aber gut. Unser Auto ist... Ich habe ein legendäres Auto. Wir klatschen alle weg. Bei Sekunde 2 muss man drücken, um Boost am Anfang zu kriegen. Und boom. Alter, ich lieg auf dem anderen Auto drauf. Okay, ja, okay. So. Unser Auto sollte generell so schnell sein. Wir sollten hier komplett durchrennen durch alle. Oder scheitern und Vierter werden. Okay, krass. 12. sogar. Gut, das fällt von hinten auf. Ein Fehler und ganz hinten zu sein, ist natürlich ein bisschen schmerzhaft, aber wir können es aufholen. 100%. Ich glaube, auf dieser Strecke gibt es... Ja, da vorne ist das Feld. Auf dieser Strecke gibt es nur eine einzige Runde, weil die endet, glaube ich, mit einem Sprung. Das ist nochmal ein bisschen eigen hierfür. Und man merkt auf jeden Fall auch, dass der Wagen legendär... Okay, ich wollte selten sagen, aber legendär ist. Weil das Handling 3 macht schon Unterschied zu dem, was wir davor hatten. Einfach viel mehr in Sachen Beweglichkeit. So, husten. Ja. Dritter. Zack. Vierter. Ist okay. Strecke ist so cool. Oh, ernsthaft. Ich bin so ein Fan von dieser Strecke. Boing. Okay. Wir gehen mal links. In die Kante geknallt. Suboptimal. Dritter sind wir jetzt sogar. Zweiter wieder. Okay. Ich muss sehr knapp sein hier. So. Speedy Gonzales. Ein so ein Ding verfehlt leider. Zweiter. Okay. Wir können das Rennen als Zweiter beenden. Wäre immer noch okay. Aber ich will jetzt auch den ersten Platz. Ist nicht mehr viel übrigens. Noch 20 Sekunden geht die Strecke ungefähr. Gleich kommt noch ein großer Sprung, dann ist Schluss. Komm, mein Wagen muss doch schneller sein. Den müssen wir doch aufholen. Okay, Boost. Komm. Ja. Oh, ich habe komplett die Kurve verhauen. Komm. Oh, ich habe keinen Boost. Ich verliere gerade alles. Frau, Kind, Rennen, alles. Ein Ding verfehlt. Kacke. Come on. Das ist Ende. No. Zweiter geworden. Aber ihr merkt, die Strecke ist cool mit den... Dino. Ich habe gerade fast Drache gesagt. Und es gab jetzt übrigens 45. Dann gehen wir jetzt mal zum Boss-Level. Ich habe sonst übrigens alle Level gemacht, die ich machen kann hier auf der Strecke. Hier nach hier links kann ich auch nicht weitermachen. Weil dafür muss ich mir ein DLC-Auto kaufen. Und das muss man auch mal sagen, jetzt kritisch. Das Spiel ist wahnsinnig überteuert. Und ja... Noch nie einen Boss gehabt, keine Ahnung, wie schwer das ist. Aber gut, starten wir. Wir sind doch hier alleine, wir müssen aber gewinnen. Okay, gut, nevermind. Der sieht richtig unheimlich aus. Ein. So, zack. Vorbei an allen. Okay, er hat aber nichts gemacht, er hat uns nur angeguckt. Okay, links, die Spur macht uns langsamer. Da müssen wir, glaube ich, darauf achten. Und ich gehe mal links rum. Oh, okay, gut. Wir sind aktuell Erster, aber wer weiß wie lange. So, richtige Spur gefunden, weiter Flug, jetzt driften. Okay, ich hoffe, dass der Boss wirklich irgendwas macht und nicht, dass es einfach nur ist ein schweres Level. Ich bin ein Trottel. Zweiter bin ich nur noch. Auf dem anderen Weg hat einer mich dann überholt. Wie lang? Oh, nein. Vierter, okay. Wir sind Dritter, wir sind noch dran am Feld vorne. Wir müssen 3 Runden hier fahren. Und jetzt? Oh, die Gravitation ändert! Oh! Ich musste mich jetzt drehen während der... Okay, das ist ja der Hammer. Oh! What? So, Let's go, come on. Der rechte Weg ist safe. Block mich nicht, du Affe. Block mich nicht. Ja. Komm. Das mit dem Boss wird ein bisschen schwerer, als ich dachte. Weil eine Runde geht auch irgendwie 2 Minuten. Okay, wir müssen nochmal neu starten. Gute ist, ich habe eben im Rennen... Ich habe da bestimmt viel davon rausgeschnitten. Ich habe da viele Fehler gemacht und war trotzdem immer recht gut vorne mit dabei. Das heißt, ich kann mir Fehler erlauben. Das Wissen ist auf jeden Fall vorteilhaft. Die Speedfelder hier... Ja, die leuchten die ganze Zeit. Got it. So. Oh, na! Alter, Spiel, willst du mich verarschen? Das ist ein Witz. Sprung. Drift. Was hat der überhaupt für ein Auto? Hat der eine Banane? Hat der immer ein Bananenauto? Mann. Oh, so, okay, wir führen. Wir sind Erster. Ah, nein, ich habe das Speeding verfehlt. Er ist wieder Erster. Ich denke, in der Kurve, wenn ich da richtig drifte, kann ich gut ein bisschen was aufholen. Oh, wie viele Checkpoints gibt's denn?
Come on, dummer Bananenmann. Das ist ein Dino und keine Bananen. Okay, wir haben es. Er hat's getankt! Okay, richtig gut. Wir sind eigentlich beide reingefahren. Aber nur er hat den Schaden davon getankt und wurde langsam gemacht. Das war Glück, dass er eine Millisekunde schneller war wahrscheinlich. Okay, das kann uns das Rennen geben tatsächlich. Wenn ich jetzt keinen kolossalen Fehler mache. Ich gucke auf den Zeiger. Der darf uns nicht erwischen. Oder hier so ein Speeding, was dumm switcht. Ah. Darf uns nicht hitten. Nee. So, jetzt. Oder einfach wegkippen. Darf auch nicht passieren. Hallo. Genau. Was? Come on. Ich muss ihn noch überholen irgendwie. Das ist unverdient, dass er überhaupt vorne dabei ist. Come on. Ja. Ich hab ihn geflippt. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist das Ende, oder? Da kommt nicht mehr viel. Oh mein Gott, bitte. Jetzt noch hier diesen Looping überleben, richtig? Und dann haben wir es. Ich habe ihn geflippt, das kann er nicht aufholen. Im Leben nicht. Vielleicht ein anderer, aber er nicht. Switch. Ah, okay, wir haben ein bisschen Zeit verloren. Hilfe. Nicht nochmal drehen, Auto. Wehe, du drehst dich nochmal so dumm. Frech war das. Okay. Noch ein Checkpoint. Warum es Checkpoints gibt, aber egal. Come on. Selten war ich so angespannt und gestresst. Aber wir haben das Boss-Level geschafft. Dankeschön. So, gib mir die mal. Vielleicht ist da ja Bands of Steel drin. Oder halt was krasses. Ist jetzt die 15. Kiste, die wir heute öffnen. Gewöhnlich. Das Spiel... Ey! Leute, ich bin ein Suchti. Wir holen uns noch kurz die 16. Kiste. So. Das ist jetzt die letzte Kiste, die wir heute öffnen. Ich glaube, wir haben auch genug gemacht für ein gutes Video. Wir öffnen die mal. Und das ist jetzt das Finale. Bitte, gib uns was Heftiges. Surf and Turf. Dankeschön, Spiel. Genau das, was ich wollte. Nicht. Gut, dann würde ich aber sagen, Leute, das war die zweite Folge von Hot Wheels. Es gibt noch einen Multiplayer, der ist aber ein bisschen chaotisch. Vielen Dank fürs Zusehen. Falls ihr neu seid, könnt ihr mal sehr gerne ein Abo lassen. Und dann sehen wir uns aber. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Und ciao.